Man muss sich doch mit irgendetwas identifizieren. Und wo du die Fabrik nun mal geerbt hast? Ja, ich hab da so eine Verpflichtung, bilde ich mir ein. Erst wenn ich aufschreibe, was ich tue und denke, stellt es sich heraus, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Oder überhaupt auf einem Weg. Das wäre mir zu anstrengend. Ich schreibe bloß Liebesbriefe. Wir werden wohl vieles verändern müssen, Herr Mosch. So geht das hier nicht weiter. Da muss aber Ihre Frau Tante einverstanden sein. Rausdrängen lasse ich mich nicht, Frau Kampf. Wer will Sie denn rausdrängen? Da bin ich ja auch noch da. Ich will das nicht, Herr Mosch. Na ja. Ich hasse diese Schnüffelei! Ich habe die Firma seit dem Tod Ihres Herrn Großvaters gewissenhaft geführt. Über den Krieg hinweg und über die Währungsreform. Da können Sie nicht so mit mir sprechen, Herr Fröwald. Ich habe einen Fachmann bestellt, Herr Mosch. Ich habe ihn abbestellt, Herr Arne. Mach dich, das wird nichts. Wieso? Die Branche ist nichts, die Hude ist nichts und du bist auch nichts. Ich? Du bist ein prima Junge, aber nichts wird bestellt. Du wirst ja nicht mal mit dem alten Mosch fertig. Wie meinen Sie das? Wann gehen Sie denn, Herr Mosch? Von mir aus morgen! Ich kenne ja meine Feinde.